Hallöchen, ihr Piraten und Piratinnen und Piratos und Los Grandos. Ja, wir sind wieder. Hi. Eine Rektaluntersuchung, Dankeschön. Nein. ja, wir sind wieder an. Viel Spaß beim Schieben, viel Spaß. Auf. Ich bin sozial. Auf Zeug. Ich bin voll auf Zeug heute, aber. Wissen wir denn, wo wir hin müssen? noch vom letzten Mal. Guck mal auf den Kompass, Nico. Du hast da so ein schönes Thumbnail gemacht, hast du gesagt. Ja, das ist richtig. Ah, ja, das war gut. Aber hab ich den? Wo hab ich den denn? Ich muss nochmal mit dem Menü klarkommen hier. Ahoi, ahoi. Wir sind doch alle scheu. Okay. Nico, okay. Was für eine Lieferung? Keine Ahnung. Aha. Nico, komm mal zu den Keksen. Wir müssen... Weihnachtskekse. Oh. Einfach nur geradeaus. Okay. Perfekt. Nico ist überfordert. Einfach nur geradeaus. Aber gab's nicht irgendeinen Hinweis oder irgendwie so, damit wir ungefähr wissen, welche Insel? Ich kann mich an letztes Mal nicht mehr so erinnern. Nico, darf ich dir den Hinweis zeigen? Komm mal her. Nico, guck mal, der Hinweis. Ja? Der da. Ja, den habe ich in der Hand, danke. Aber da geht's ganz schön lang in die Richtung, oder weit, oder wie auch immer. Ja, wir finden das schon. Na gut. Wir müssen, was ist denn ein Schattenschiff mit zwei, eine Sanduhr und eine 2 drauf? Was? Ist das ein böses Piratenschiff, oder was ist das? Wo, was, hä? Auf der Karre ist ein Schiff. Ach, das ist ein Schiff, das hat irgendeine Art von Händlerflagge dabei. Aha. Und ist jetzt auf Stufe 2. Aha. Ach, Cora? Was? Hast du was umgestellt? Ja, ich wollte dazwischen durch. Wir müssen da rechts. Ja, dahinter kommt nur eine Insel, oder? Ja, aber da zwischendurch. Eher der Weg, wo wir hin müssen. Ich hab das absichtlich umgestellt. Zwischendurch. Ja, hab ich auch gesagt. Ja, guck mal, da ist eine Insel in der Mitte. Ich will nicht kollidieren. Wir schaffen es bestimmt vorbei. Wenn er vertrauensvoll. Und am Ende ist es genau die Insel. Ihr wisst schon, dass der Wind von rechts kommt. Oh ja, ja. Hupsi. Also. Hupsi. Ich guck mal, welche Insel dein Vielversprechen in die Richtung liegt. Oh nein, Freunde. Was denn? Nix, wir steuern auf Freunde zu, aber weit weg. Müssen wir nochmal geradeaus, Nico? Wir steuern auf Freunde zu. Was? Wir müssen completely geradeaus einfach, ja. Jetzt wieder. Bist du ein bisschen rechts, oder? Ihr guckt doch auch auf den Kompass, oder? Also bei mir ist das wirklich. Ja, minimal, aber ich glaube, das sollte nicht so arg viel ausmachen, oder? Ja. Wir hoffen es besser. Ja. Aber ja. Andere Seite der Insel ist dann schon ein bisschen schwer. Oh, wir haben so eine Flaute, geil. We hope the best, es wird schon klappen. Was? Was? Es wird schon klappen. Es wird schon klappen. Es wird schon klappen. Hajo. Ich stess die Insel davor, oder was? Ja, es weiß ich nicht. Ach gut. Ich krieg zu viel. Bitte was? Was regt sich die Frau denn so auf? Ich versteh's ja gar nicht. Das ist dann Shipwreck Bay. Okay. Wir müssen was müssen wir? Ich sag gar nichts. Doch,
immer mehr rechtsiger. Aber wir können nicht, ich sehe das. Rechtsiger. Rechtsiger und linksiger. Nee, keine Ahnung, wir geben einfach mal Gas. Ich versuche mal ein bisschen mehr Wind reinzuholen, aber es geht ja nur begrenzt. Das ist schon gut, das wird schon klappe. Kann mal jemand irgendwie den Wettergott mal kurz anrufen, dass er mal ein bisschen, ne, dreht und so? Den Kladderadatsch. Wir können es probieren. Ach Gott, es kommt ja... Oh, okay. Ja, jetzt zeigt er tatsächlich... Es könnte hier die Insel sein, ja. Shipwreck Bay. Ja. Jo, das sieht so aus. Sieht so aus, ja. Sieht so aus. Na, irgendwie noch nicht ganz. Da musst du gleich rechts einlenken. Nee. Nee. Dahinter droh. Ja, irgendwas dahinter, genau. Da, wo es blitzt und donnert. Ja, wir müssen weiter. Ja. Und wir haben einfach noch immer Gegenwind. Das ist der Wahnsinn heute. So grandissimo. Das Wetter hat sich gegen uns verschworen. Mhm. Naja, wenigstens können wir nicht gegen irgendetwas fahren. Oh. So schnell sind wir. Hallo! Bitte was? Sieht aber ganz cool aus. Shipwreck Bay. Ja, das stimmt. Oder wie das heißt, ja. Vielleicht ist das die Insel da vorne, dieser Kegel geradeaus. Oder ist das nur ein Felsen? Es kommt jetzt, wir steuern jetzt auf kleinere Inseln zu. Wir können die Segel mal drehen, wir könnten ein bisschen Wind abbekommen. Twin Groves, das Schnitter. Schnitter-Versteck. Schnitter von Kotschmiede. Kennst du eh? Ja. Nee, ich glaube, für Wind reicht das alles nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen links steuern. Ja, ich versuche nur ein bisschen Wind gerade mal reinzukriegen. Oh, wir kommen voll in den Nebel rein. Halleluja. Wir haben mal was Neues. Ja, das könnte, also, wenn wir jetzt ein bisschen links steuern, das, wir würden genau aufs Schnitterversteck zu. Oh nein! Ich hab's wieder fallen lassen! Hey, ich hab eine Truhe. Yo, das war die Kiste von Inge Koschmeder. Die Truhe des Schiffsbrüchigen. Yo. Yo, bring mal unter Deck, ne? Mein kein heulende. Naja, das ist, ja. Heulende Truhen. Also die Richtung ist schon mal perfekt. Twin Groves. Schnitterversteck. Wanderers Refuge. Refuge? Keine Ahnung. Ich geh mal ein bisschen weiter rechts. Damit wir, wie gesagt, ein bisschen mehr Spaß bekommen. Ja. La, la, la. Ach Gott, ach nee. Wäre doch jetzt genau das richtige Wetter für so ein Reichen. So den seltensten. Seltensten. Selters. Ja, oder überhaupt mal einen. Ja, okay. Also war nichts gegen so ein Shrouded Ghost. Oh ja. Das Wasser sieht halt schon cool aus. Es sieht aus, als ob es regnen würde. Was? Guck mal da rechts. Sieht aus, als ob es regnen würde. Ich habe sogar nicht Unrecht gehabt. Ja, rechts. Aber wir müssen eher Richtung hinter diese Felsen. Hinter dieser Felse. Ich sehe da vorne nur Zeug, ne? Ah, ne, nicht ganz. Tatsächlich.
Wir singen einfach alle, wir pfeifen einfach alle ganz schief. wenigstens haben wir Spaß auf der Reise. Eisberg voraus! Aber nein, kein Eisbär. Ein bisschen linksig. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich will nur den Wind reinbekommen, was, ne? Ja, du steuerst auf eine kleine Insel zu, gell? Okay. Was? Wo siehst du die? Ich sehe die nicht. Da, wo die Möwen kreisen. Achso. Die Möwen. Du meinst die Taverne? Ja. Von der Taverne? Die Möwen. Ist da eine Taverne bei den Möwen? Nee, nee. Dürfte nicht. Aber vielleicht ist da eine Taverne. Teeposten North Star. Teeposten oder Seeposten? Ich habe auch Teeposten verstanden. Nein. Auch wenn ich sehr britisch ausgesprochen habe. North Star ist es kein Teeposten. It's not a Teeposter. Was? Was? Naja, wenigstens haben wir gut Wind gerade. Ja. Ja, komm, ein bisschen Motivation. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich bin gespannt, was es am Ende ist. Was sagt denn unser Kompasch? Er sagt, wir fahren gut. Ihr seid ganz schlecht unterwegs, sagen diese. Keine Ahnung. Gut sagen. Was gibt's denn da vorne noch an Inseln? Wir sind doch schon fast am Ende. Golden Sands, zum Beispiel. Oh, ich glaube, kommen schon so zwei, drei. Lagoon Whispers oder Mermaid's Headway, würde ich sagen. Ja, können ja fast nur noch die sein, oder? Ja. Sagt er nicht Golden Sands irgendwie vor uns? Ja, Golden Sands ist rechts von uns. Ach, sind wir schon vorbei? Ach krass, das ging schnell. Vielleicht muss man gesoffen haben, damit der Kompass irgendwie Sinn ergibt. Wir haben halt richtig gut Wind. Wir sind jetzt, glaube ich, einmal die ganze Karte durchgeschippert. Was machst du, wenn ich dich jetzt schubse? Zum Glück geht das nicht, ja? Schade. Das muss Mermaid's Hideaway sein, das gibt's doch gar nicht. Das Kleine hier vor uns? Nee, das danach. Bis dahinter? Hä? Nee, warte mal. Es gibt noch Sea Dogs Rest. Und das ist... Nee. Eins von beiden jetzt demnächst. Ja, ja. Also die gerade vor uns, glaube ich, weniger. Ja, die Nadel zeigt komischerweise aber auch weiter nach rechts. Ja, genau. Ja, das ist doch sinnlos, da ist doch nichts. Komisch. Was ist denn das jetzt vor uns? Ist das Mermaids? Mm-mm. Dahinter kommt Mermaids, blablabla. Ja, genau. Das ist bestimmt das. Aber das geht ja eher nach links, oder? Ja, eben. Ja, ich weiß nicht. Ist es überhaupt eine Insel? Das hier vor uns? Nein, nein, das, was wir suchen. Ich gehe mal von aus. Lagoon of Whispers. Whiskers?
würde sagen, wir folgen dem Ding einfach so lange, wie es geht. Okay. Und wenn das Meer rot wird, drehen wir um. Also wenn wir jetzt genau geradeaus fahren, steuern wir genau auf eine Insel zu. Okay, dann hoffen wir mal, dass das Mermaid's Hideaway ist. Das ist Mermaid's Hideaway, ja. Jo. Hideaway. Hideaway. Ja, ja, das sollte schon das sein. I hope. Ach man. Da rechts. Irgendwo rechts muss es sein. Ah, ist schon. Soll ich Anker? Anker? Nee, alles gut. Ich treffe auch nichts. Ja, deswegen. Doch, ich hab was. Ist was Cooles drin? Essen. Ist cool. Gut. Insel voraus! Voraus! Ja. Gedall, in Tür Chabbe. Das muss es sein. Aus. Ja. Irgendwo rechts sich in der Insel. Da ist ein Licht entzündet. Ich nehme dir mal ein bisschen hier. Jo, dann geh. Das ist das einzig Logische jetzt. Du sagst mir, wenn der Anker geworfen werden muss. Genau. Wenn es kracht, noch einen Meter. Was? Hau den Anker rein. Tobi. Shame. Besser hätte es nicht sein können. Gut, die Musik ist düster. Ich komme. Was? Ja, keine Ahnung. Du kümmerst dich mal wieder um die Figur. Oh. Jo, Brixie. Ganz eindeutig der starke Einfluss von Grog. Wer ist er eigentlich? Five Paces Frank. Okay. Oh, da ist ein Schießpulverfass, gell? Wo? Das sind doch die explodieren, oder? Ja, das genau. Okay, ich kümmere mich um Brixie. Hallo Brixie! Ich kann das Ding nicht absetzen, ich bin tot. Kann mich jemand aufheben? Ja. Ja. Bin dabei. Kona ist dabei. Danke. Jetzt geht's mir besser. Hab Briggsy getroffen. Aber irgendwie episch war das schon. Au! Ich komme. Ah, ja! Aua, hab dich. Danke. Aua. Briggs ist da hinten. Die mag uns nicht. Moment, ich hab da noch was. Wow, okay. Seid ihr beide tot? Ja. Ja. Ja, ich hatte ein Fass in der Hand gehabt. Ich wollte hinrennen, aber irgendwas hat mich getroffen.
Bist du auch tot? Ja klar. Ich hatte das Fass in der Hand. Wir waren alle tot. Ja, ich hatte das Fass in der Hand. Oh, Kacke. Okay. Jemand hat mich, also irgendwas, so irgend so ein Dings, Skelett oder so, hat mich halt getroffen. Oder keine Ahnung, wer mich auch immer angeht.